Hallo und herzlich willkommen zu Teil 21 von der Kühne Knappe bzw. von der Grandiose Krummweil. Wir sind hier immer noch im Kerker, aber wir haben alles zurück. Wir haben unsere Waffen zurück, unsere Fähigkeiten zurück, unsere Accessoires zurück, also unser Stempel. Und wir sind wieder ein volles Team, sogar größer geworden. Wir haben jetzt noch einen Vincent, der uns folgt, der mitläuft. Das heißt, wir sind jetzt endlich bereit, um gegen Krummweil zu kämpfen. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich bald Kapitel 10 kommen. Jetzt waren sie zu viert. Oh oh. Ich finde es so witzig, dass der Erzähler jetzt die Seiten gewechselt hat, weil das Buch jetzt einfach aus einer anderen Sicht ist. So, jetzt wird nochmal geshoppt. Das ging wirklich entschieden zu weit. Und dann geht es wahrscheinlich ab. So sehen wir uns wieder, wie die gar nichts sagt. Die ist einfach nur hier drin. So, da werden uns, glaube ich, schon ein paar fehlen, tatsächlich. Es kommen ja nur noch potenzielle 3. Erste Skizzen 4. Anfängliche Skizzen eines zur Seite scrollenden Spielabschnitts. Okay. Dann gucken wir mal. Oh, jetzt geht's bestimmt ab. Das wird nochmal ein komplizierter Bereich. Wallung. Wie geht es mit dem Training voran, Mitarbeiter Wüterich? Es läuft ausgezeichnet, Mitarbeiterwallung. Ich habe heute bereits 5 weitere Mitarbeiter wegen Fußarbeitsverstößen melden können. Das hält fit. Diese Assis, ey. Moment mal, die sollten nicht dir sein. Hey, Krummweilinge, wir sorgen dafür, dass ihr ganz viele Verstöße zu melden habt. Genau, wir sind nett. Oh, wie sie spawnen. Mich da hoch? Ne, noch nicht. Oh ja, jetzt kämpfen alle, jetzt geht's ab. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die machen, ob die irgendwann besiegt kriegen oder eher nicht. Aber sie lenken zumindest ab. Ist schon ein bisschen Chaos jetzt. Ich hoffe, das geht jetzt so auf. Okay, gut. Das wäre blöd gewesen. Das wäre wirklich, wirklich blöd gewesen. So, jetzt kümmert ihr euch mal um den Kerl. Ich will mal sehen, wie ihr einen fertig macht. Das will ich jetzt echt mal sehen. Wie lang die brauen. Hä, hey, was ist... Warum kommt ihr jetzt zu mir? Kämpft? Hallo? Ich will jetzt mal sehen, wie ihr einen Kampf gewinnt. Gegen irgendeinen Standardgegner. Ich frage mich, ob die Schaden machen. Das sieht echt... Ah, da ist ein Blatt. Sehr gut. Dann helfe ich euch mit dem. Sehr, sehr gut. So, jetzt komm. Jetzt kannst du schon immer mit, oder? Bombentypen sind schon ein bisschen fies. Okay, großes Herz. Ich versuche das mal da zu behalten, aber eigentlich macht es keinen Unterschied, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir jemals einmal kamen in dieses... Sie sah so aus, als könnte es knapp werden. Oh, die. Ich weiß genau, wie ich... Ich weiß genau, was ich mit euch mache. Und tschüss. Ups, falscher Knopf. Wie wenig das gemacht hat. Wie fies das einfach ist. Stellt euch vor, da kommt irgendwas, was euch von der Ferne platt macht. Euch einfach in die Luft sprengt, irgendeine Bombe, die ihr nicht sehen könnt. Komisch eigentlich, hier hätte man gar nicht raus müssen. Und wieder siegen die Störenfriede. Hey, falls wir mal eine Band gründen, wäre das ein echt cooler Name. Hm. Ja. Wenn du meinst. So, wie komme ich jetzt da am besten runter? Finde ich doof, dass ich nicht einfach springen kann. Ah, ich meine, wir brauchen sowas. Wenn es mich aus dem Buch haut, muss ich ja irgendwie wieder reinfinden. Krass, wie wir echt komplett rüber, also wieder zurück müssen. So, dann auf geht's und weiter geht's.
Krass, wie die Reihenfolge sich auch verändert. Gerade Schwinz und Irsch hinter mir gelaufen. Und jetzt gerade krass. Ein robustes Rohr. Das transportiert sicher Metamagie. Das grüne Zeug hat wirklich ungewöhnliche Eigenschaften. Es kann Dinge aus dem Buch herausbringen. Oder sie sogar von Seite zu Seite übertragen. Also so hat Mondbart es mir erklärt. Er sagt etwas davon, dass man die Seiten zusammenpressen soll, um Sachen zu übertragen. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört. Mein Magen hat geknurrt und ich konnte nur an Käse denken. Das kann jedem mal passieren. Das finde ich doch auch. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, Vincent. Die zuverlässigen Truppen hielten Grumwalds Metamagie-Rohre in Stand. Okay, das muss dann hier hin, oder was? So sieht's aus, es passt auf jeden Fall. Also man müsste es drehen, aber ich meine, wenn wir es jetzt kippen auf die andere Seite, dann würde es sich ja prinzipiell drehen, glaube ich. Dieses Stück musste noch von Metamagie gesäubert werden. Okay, wir gehen einfach mal raus und erstmal spreng ich das Ding da drüben. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht sollten wir das auch schnell einsammeln. Das machen wir jetzt gleich, weil wenn ich das nämlich vollständig mache, komme ich dann immer hin, oder? Sehe ich das richtig? Das will ich danach auf jeden Fall mal testen. Vielleicht müsste ich dann irgendwie von nochmal von weiter vorne herlaufen. Yeah. 39. Leitbildkonzept 1, Storybook. Erste Versuche mit dem Leitbild für das Spiel. Das wirkt mehr wie eine Teaser-Grafik als wie ein Leitbild. Die Grafik trägt den Arbeitstitel des Projekts. Ah, Storybook sollte das hießen. Okay. Oder? Ich weiß gar nicht, was ein Leitbild ist. Also, keine Ahnung. Ich weiß schon, was ein Leitbild ist, aber ich kannte jetzt den Begriff nicht in der Spieleentwicklung, dass man da sowas hat. So ein Leitbild, nach dem man sich vielleicht orientiert oder so. So, muss ich jetzt kippen oder muss ich jetzt... Ah, das geht auf jeden Fall auch, aber das ist nicht das, was ich möchte, glaube ich. Oder kann ich das komplett kippen? So. Ja, okay. Das meinte ich, jetzt komme ich nicht... Also es geht theoretisch, aber ich muss dann halt außen rum. Ich hätte halt irgendwie die Seiten zurück müssen und da dann reingehen. Aber ich bin eh gespannt, ob das noch geht. Weil es fehlt ja jetzt echt noch was. Also einige von diesen Schriftrollen. Moment mal, wie ist dieses Rohrstück von hier nach da gekommen? Kühnes Ding, Viola. Ganz kühnes Ding. Die hat doch gar nichts gemacht. Oder meint er, durch ein kühnes Ding ist es rübergekommen? Das kann sein. Ich finde auch manchmal cool, dass wir nach oben laufen im Buch und manchmal von links nach rechts oder so. Das ist schon echt cool gemacht. Immer schön mit Zeug außen, also mit dreidimensionalem Zeug außen noch. Nicht das, ja, kann ich. Aha. Ich muss aufpassen. Ich krieg hier gerade ein bisschen auf die Schnauze. Okay. Ah, ich muss es wieder umdrehen. Okay. Da kommt Gegner hier drin bestimmt, oder? Ja, war klar. Das war klar. So, jeder schnappt sich ein. Ich nehme den links oben. Jeder ein. Ach, helf euch. Da ist die Wirbelattacke halt perfekt. Mach einfach 4 gleichzeitig Schaden. Okay, hier ist wieder Metamagie und es muss da drauf, oder was? Boah, das ist ja mal ein großer Schalter. Er scheint dieses Tor da zu öffnen. Vielleicht könnten wir uns alle draufstellen. Reicht nicht, ha? Naja, es war ein Versuch wert. Offenbar brauchen wir was Schwereres als uns 4. Geht lieber mal da runter. Wie kriege ich das jetzt da drauf? Weil wenn ich jetzt... neige, dann bringt das doch gar nichts, oder? Dann passiert nur das. Ah, okay, das geht jetzt auf die andere Seite wahrscheinlich, oder?
Okay, ich bin mal gespannt. Und jetzt? Jetzt komme ich weder so noch so weiter, oder? Jetzt müsste ich es eigentlich andersrum kippen, aber das kann ich halt nicht. Oder muss ich es nochmal... Aber das bringt ja nichts, wenn ich es nochmal zurück mache, oder? Ah, wir können es mal mit der Bombe probieren, würde ich sagen, oder? Das sieht doch ganz gut aus. Das funktioniert nicht. Ich dachte, ich kann das jetzt vielleicht hier runtersprengen oder so. Kann ich das ziehen? Ne, ziehen ging auf jeden Fall nicht. Ich muss es auf jeden Fall irgendwie hier runterkriegen. Von der Idee her wäre es beste jetzt... Ne, neigen funktioniert auf gar keinen Fall. Vielleicht die Seiten wechseln? Oder hätte ich hier irgendwie... Ah, vielleicht kann ich hier Bomben reinmachen. Ah, okay. Okay, I see. Noch eine kleine... Kleines Gimmick. Oh, ich hab das... Hä? Das heißt, ich muss das runterschießen, oder was? Ich mache jetzt hier eine Bombe rein. Schieße es runter. Und jetzt schieße ich es vor, oder was? Ah ja, dann bin ich direkt drauf, genau. Und das geht jetzt natürlich nicht, weil ich erstmal... Ah, blöd. Weil ich das erst nochmal hätte zurück ändern müssen, oder? Aber wie komme ich dann hoch? Da komme ich gar nicht hoch, oder? Dann komme ich ja gar nicht hoch. Scheiße, nee. Das funktioniert so auf jeden Fall nicht. Und ich schaff's auf jeden Fall auch nicht rechtzeitig rüber, oder? Nee, keine Chance. Keine Chance. Da habe ich irgendwas... Irgendwas übersehen. Müssen wir nochmal kurz gucken. Ich meine, wir könnten so mal... Ah ja, okay, wir können es auch so umklappen. Das ist Quatsch, was ich... Natürlich Quatsch. Ich klapp's einfach so um, zack. Und jetzt kann ich es eh... Nee, ich kann es nicht runterklappen. Shit. Ah, ich habe eine Idee. Aber funktioniert das? Das funktioniert doch bestimmt nicht, oder? Nee. Ach so, das. Na klar, das hier funktioniert, oder? Das müsste eigentlich funktionieren. Hier funktioniert es und beim anderen nicht, oder was? Toll. Toll, toll, toll. Okay. Ich meine, wenn es hier funktioniert, ist egal. Dann muss ich aber... Nee, das kriege ich ja dann gar nicht weg, oder? Vor allem bringt es auch nichts. Toll. Also ich komme hier auf jeden Fall nicht weiter. Auf jeden Fall. Probier es mal nochmal mit dem... der hindrehen. Boah, der zögert dann ein bisschen. Irgendwie kann ich so fast schneller los. Hilfe vom Mondbad hole ich mir auf jeden Fall nicht. Das kann nicht angehen. Das kann auf gar keinen Fall angehen. So, ich kann hier mal ein bisschen rumsprengen. Oder bringt es was, das darauf zu machen? Was passiert, wenn ich dann eine Bombe reinlege? Okay, egal. Es bewegt sich trotzdem. Oder kann ich das hier sprengen? Das geht doch nicht, oder? Das wäre ja... LOL. Okay. Okay. Das hätte ich mir auch denken können irgendwie. Ups, was mache ich denn? Das hätte ich mir auch irgendwie denken können, weil das war jetzt nicht so... Kam jetzt nicht so unerwartet. Ah, stopp, ich muss es wieder hoch machen. Weil sonst rollt es nämlich zurück. Deswegen brauche ich das auch. Sonst wäre das ja eigentlich egal gewesen, ob das da wäre oder nicht. Okay, aber stimmt, das war jetzt tatsächlich mal ein bisschen anspruchsvoller. Muss ich schon sagen. Endlich, endlich, endlich war es mal ein bisschen anspruchsvoller. Das hat Spaß gemacht.
Mit der Kiste hat es geklappt. Ein großer Kasten hat uns übertroffen. Unterschätze nie die Wirkung übergroßer Metallkisten. Die Kraft des Heavy Metal, Leute. Ja, schweres Metall. Ha, der gefällt mir krass. Der war echt gut. Kommt, lasst uns verduften. Ist das der Ausgang? Sind wir raus aus dem... Fast, oder? Wartet! Weiteres Datenzentrum voraus. Oh, muss er jetzt wieder vor. Puh, wie viel Papierkram brauchen diese Typen eigentlich? Zu viel, aber das hält sie auf. Was gut für den flinken Vincent ist. Okay, dieses Mal nicht, ja? Diesmal kämpfen wir uns durch, oder? Das dritte Datenzentrum befand sich vor der Halunkenbande. Halunkenbande. Erneut machte sich der nervige Naga bereit, hindurchzuhuschen. Diesmal jedoch würden die Wachen den Schurken zweifellos schnappen. Da sie kürzlich eine umfangreiche Sicherheitsschulung erhalten hatten. Jetzt bin ich gespannt. Die Stellen waren eigentlich echt cool. So, das ist ja nochmal schwerer. Und tschüss. Und tschüss. Okay, das ist natürlich cool mit diesen Falltüren. Wie es einfach auch irgendwo runter geht. Und tschüss. Boah, krass, wie man noch gesehen hätte. Oder hat eigentlich. Okay. Also da fallen beide, oder? Deshalb muss ich genau richtig durch. Und tschüss. Geht sogar viel einfacher. Lässiges Niesen unterdrücken. Leitfaden zu Regimetreuer-Methode. Okay. Boah, krass, das sieht von da hinten. Ah, das geht auch hoch, wenn ich hinspringe, oder? Das heißt, das sieht mich nicht. Sieht mich auf keinen Fall. Mache ich die dann jetzt hier wieder hoch? Aber ich will es gleich mal testen, aber er schon nach unten guckt. Ja, okay. Das heißt, ich müsste echt aufpassen. Nein, scheiße. Oh. Okay, da muss man schon. Da muss man schon flink sein. Okay, jetzt habe ich einfach gejolot. Okay, zack, zack. So. Shit, komme ich da überhaupt durch? Was macht der? Ah, der lässt den jetzt runter. Ah, okay. Boah, krass, dann geht das hoch. Schon cool. Also das finde ich schon cool. Vor allem kann man da viele kreative Sachen machen. Okay, da habe ich viel Zeit, wenn er hochgeht. Und tschüss. Das war's, oder? Datenzentrum erfolgreich erreicht. Das macht mich wahnsinnig. Nerviger Nager. Tja, die Schulung der Wachen hat wirklich sehr viel Gutes bewirkt. Eine rundum tolle Leistung, den nervigen Nager am Durchschlüpfen und am Einlassen der anderen Verräter zu hindern. Die Wachen würden einander sicher zu ihrer tadellosen Leistung gratulieren. Dort am Grunde der Grube, in die man sie bald werfen würde. Dort am Grunde der Grube sind sie ja schon reingefallen. Gut geschlichen, Vincent. Bin begeistert von deinem Rhythmus. Oh, danke, das ist aber lieb. Hey, ich glaube, dass wir uns die Unheilstiefe fast... Ich glaube, dass wir die Unheilstiefe fast hinter uns haben. Weiter geht's. Das glaube ich auch, dass sie fast hinter uns ist. So, was hast du denn Schönes im Angebot? Noch ein Rollbild. So, das müsste das Vorletzte sein oder so, oder? Ja, das Vorletzte tatsächlich. Grobes Konzept des Leitbilds mit einem frühen Logoentwurf. Boah, jetzt kann es doch eigentlich nicht mehr lang dauern, oder? Wenn wir hier jetzt gerade das Vorletzte kriegen.
Plagegeister kamen hervor. Die Plagegeister. Und erblickten ihr fürchterliches Verderben. Oh, eine aber... sehr stabile, sehr verschlossene Eisentür. Dann braucht man einen Augenscan, hä? Aber da habe ich schon gesehen, da kann man bestimmt das Bild benutzen. Das ist knifflig. Irgendein neumodischer Apparat. Die Tür öffnet sich nur, wenn sie ein Gesicht aus Krumweils Armee sieht. Unsere hübschen Gesichter wird sie nicht würdigen. Kein bisschen. Aber das ist das einzige Gesicht, das ich habe. Was machen wir jetzt? Wir gehen aus dem Bild. Was denn sonst? Ist doch direkt gesehen, dass es so geleuchtet hat. Hier, wo war es denn? Aber hier ist gar nicht, oder? Keine Sorge, Freunde. Ich hab das. Ich hab das. So. Ich brauch dich. Nur wie krieg ich dich raus? Raussprengen. So? Nö. Jetzt hätte ich gedacht, dass ich den... Ach so, ich kipp ihn einfach, oder? Dann fällt er wahrscheinlich drauf. Auf dieses Augending, hoffe ich mal. Zack. Jawohl. Ha, das eine Bild von hinten. Stabile, sehr offene Eisentür. Eine sehr stabile, sehr offene Eisentür. Ist okay. Ist der auch jetzt im auf der anderen Seite offen? Ja. Einfach ja. Sehr cool. Alter, bin nicht ganz sicher, was du da gemacht hast, aber es hat wunderbar funktioniert. Das freut mich, das freut mich. Und jetzt kommen wir aus diesem dunklen Loch heraus und können wahrscheinlich diesen Kampf mit Krumweil aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, aber das verschieben wir auf morgen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.